Soll man flüchtig zornig werden, dass so viele einen Gott zu brauchen scheinen? Oder soll man gleich vor ihnen flüchten, weil sie dann gefährlich werden? Es ist mir inzwischen egal, weil es ohnehin nichts nützt, was man sagt. Bitte um Entschuldigung. Es ist alles eins. Inzwischen weiß ich, dass es ein Zufall ist, wer zuhört. Entweder das Fleisch oder das Bild hat gesiegt, das Wort kann nicht siegen, auch wenn es noch so berühmt geworden ist. Die Einbildungskraft wird im Körperofen sehr hoch erhitzt, bis alles Mögliche geglaubt wird. Egal, woran jemand glaubt, nur um Recht zu behalten. Ich brauche sowas nicht. Die Auferstehung der Frau kann heute auch mit dem Messer bewerkstelligt werden. Entweder wird sie schöner oder sie ist gleich ganz verschwunden. Was Gott ursprünglich einmal verbunden hat, das sollte der Mensch nicht trennen, nicht einmal mit Absaugkanüle, nicht einmal mit Eigenfett, weil Gott sich doch zu sich selber verbunden haben könnte. So, bitte, da erscheint Gott auch schon selbst, der wird Ihnen das bestätigen. Doch der Vater sagt Nein, denn der Vater sagt ja immer Nein. Der Vater ist der Neinsager. Die Seele ist unsterblich, aber auch sie muss natürlich belehrt werden. Was sollte sie denn sonst die ganze Zeit anfangen? Und so muss, wie Lessing sagt, ein anderes, wahres, nach diesem Leben zu gewärtigendes Leben Einfluss auf seine Handlungen gewinnen. So wird das gequälte Fleisch der Lehrer. Sobald man aber vom Fleisch nur schreibt, solange man ihm nichts antut, bleibt alles möglich. Bleibt alles offen.
wie schön es Lessing beschreibt, wenn er vom Spiegel spricht, der das Bild des sich Betrachtenden zurückwirft, aber nur das von ihm hat, wovon Lichtstrahlen auf seine Fläche fallen. Umso lebendiger, je toter. Umso lebender, so funktioniert mein Gott. Ich habe niemanden anderen erzeugt. Ich habe nicht einmal mich selber erzeugt. Ich will nichts erzeugen, das weitergehen kann als ich. Ich bin mein eigener, winzig kleiner Gott, aber ich bestimme keine Geschicke. Darauf kann ich verzichten. Thank you.